Thomas Lipka und Bernhard Kohl. Genau, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Freue mich, dass Sie da sind. Hier ist Genial daneben. Was auch sonst. Es wird eine schöne Sendung. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid. Matze, Herbert, Bastian, Herr Hoeker, Frau von Sinn. Ein sehr schöner Oberall. Wir haben eben schon von der Sendung kurz drüber gesprochen. Aber ich finde diese Figuren, nicht vorenthalten. Die Figuren, die drauf sind, finde ich sehr schön. Besonders ja, aber das ist ein Sternzeichen-Oberall, mein Zodiac-Oberall. Ja. Und ich bin ja Wassermann, meine Gattin ist Widder. Wir sind beide Skorpion im Aszendenten, deswegen ist der so etwas dominant. Der Aszendent ist dominant. Der Skorpion jetzt auf dem Overall. Okay. Ich bin nur etwas unzufrieden. Ja, das weil ich hätte lieber so einen Neptun mit so einem kleinen Gäbelchen. Ich finde, das sieht nur nach alter Mann aus. Alter Mann auf dem Titten muss jetzt nicht sein, Herr Walder. Aber ich hätte einen Werbepartner für Sie, so ein Schwarowski oder so. Da wäre ich ja, das stimmt wirklich. Ja, das sind die Sterne im Universum. Sind denn alle 13 Sternzeichen drauf oder fehlt eins? Es sind 12, ne? Herr dann fehlt, denke ich mal, der Wasserträger. Der kommt ja am 19. November und geht bis Mitte Dezember. Der wird gerne vergessen, weil dann die Monate. Der wer? Der Schlangenträger. Schlangenträger. Ja, ich guck sofort. Ich glaube, es ist der Schlangenträger. Was macht der? Der ist auch da, den gibt es noch, das Sternzeichen. Der Schlangenträger. Der ist länger zu sehen als das, was danach kommt, Ende des Jahres. Aber sind Sie Schlangenträger? Nein. Ach, Sie sind Drecksträger, ne? Oder? Nein. Ich bin Käsenstamm. Ist klar. Herr Walder, und Sie sind Geheimnisträger, deswegen fangen Sie doch mal heimlich an. Nee, ich muss erst was machen. Ich kann nicht einfach. Was ist der Geheimnisträger? Ich kann nicht einfach. Na ja, ich muss erst mal sagen, dass Matze Knob singt jetzt auch, meine Damen und Herren. Ach. Ja, es lässt sich nicht verhindern. Kannst du da mal eine Postprobe geben? Raps es gibt hier Numero Uno, Lukas, Matze Knob. Was ist das denn? Seit gestern ist das Ding draußen. Ja, ne? Das ist eine Hommage, eine Hommage. Eine Hommage? So, also was Positives? Ne? Ja, ich weiß. An den italienischen Fußballspieler Luca Toni. Ah. Allora, che bello! Und da gibt es so Texte an, die Prego, Favola, Luca Toni, Simulation. Was denn? Wir können mal reinhören. Lass mal rein. Also, Okay, reicht. Und du machst die ganze Zeit so, weil der immer so macht nach dem Tor? Nee, das mache ich immer nur, wenn die Pauke kommt. Dann machst du immer so. Dann mache ich immer, ja. Aber das Lied ist ja nicht von dir, ist ein ganz alter Titel. Das ist, genau. Das wie, ist, haben Sie den schon gesungen? Nein, ein ganz alter Titel, der heißt... Nein, Frau von Sinn, sowas Schönes würde ich nicht singen. Der heißt im Original Super Romana. Ah. Ja. Ist aus den 80er Jahren, glaube ich. 82, glaube ich. Super Romana. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das rechtlich jetzt so in Ordnung aber ist. Aber sehr schön. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe mit ihm gesprochen und er hat gesagt, du mach mal. Ja. Matze Knob, wie teuer ist der Driss? Was kostet wohl? Was kostet denn? Du weißt doch so, 3 Euro. Wenn da nur ein Lied drauf ist, würde ich sagen 3,99. Zwei Lieder. Ja, sind zwei Lieder. Nee. Also 15 Euro. Meine Damen und Herren, spielen Sie bei uns mit, dann können Sie sich das Ding kaufen. Ich habe eine Flatrate, ich habe es billiger. Ist wahr. Also, Matze Knob, Numero Uno, seit gestern im Handel. Jetzt geht's los. Maximilian Kräft aus Parchim, das liegt in Mecklenburg-Vorpommern, möchte wissen, Maximilian Kräft, möchte wissen, was ist deine Spülkuh? Was gibt es da zu lachen? Eine Spülkuh, ich kann das ich kenne ein paar, weißt du, deswegen habe ich jetzt gelacht. Ne? Ja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass die doch in Waltons Mountain wohnt, weil, wo wohnt wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja seit Nikolaus 6 Staffeln die Waltons geguckt. Ich habe gedacht, ich wäre damit fertig, aber es gibt insgesamt 9, ich muss noch 3 gucken. Die werden aber erst, die siebte kommt erst im März. Schön. So, und ich bin so angeschnarcht, weil wirklich dieses Frauenbild in Waltons Mountain, die Jungs sind ja nur am Sägen, sie haben ja da die Sägemühle, die Mädchen nur am Tischdecken abräumen und am Spülen. Und wenn das keine Spülkühe sind, dann weiß ich nicht. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt ja 90 Jahre ich finde die Serie ist klasse. Die Serie ist klasse, ne? Haben Sie auch schon mal reingeguckt? Ja, ich gucke nur wegen der Spülkühe. Die Tischdeckgeschichten, die kann man da sehr gut lernen. Also ich weiß nicht, wie man Tisch deckt. Habe ich alles bei den Waltons gelernt. Sägen konnte ich vorher. Was wolltest du sagen? Ich wollte gerade sagen, dass ich etwas betroffen bin. Aber ich glaube, eine Spülkuh ist ein Portionierer für Spülmittel in der Waschmaschine, die man hineinlegt. Und die in der Waschmaschine. Okay. Weil in der Spülmaschine funktioniert es nicht, wie ich es mir ausgedacht habe. Okay, dann mach weiter. Was? Aber gerade jetzt fällt mir so ein, dass man euterförmig angeordnet und hat verschiedene genau, und stückweise Zipfel, kommt das raus. Und da kommt das Wasser raus. Weil man Wäsche nicht spült. Ich habe ja jahrelang in der Gastronomie gearbeitet. Und du hast ja da so 3 Spülnoppen im Becken. Vielleicht gibt es die aber ins...
Haben Sie Probleme beim Sitzen oder? Ich wollte den Overall noch mal zeigen und wollte zeigen, Gläserspülen in der Gastronomie. Und du hast da als professionelle Gläserspülerin, hast du so Spülnoppen. Und vielleicht gibt es die auch mit Fünfen, die aussehen wie Euter, wo du dann vrückete, pang. Eine Kuh hat vier... Hör mal, das könnte doch ein nächster Titel von dir sein. Ja. Ich finde den Text ein bisschen schwierig. Ich will auch nicht zu anspruchsvoll machen, das ist das Problem. Dann sind das so fünf Spülnoppen nebeneinander, die aussehen wie die Euter einer Kuh. Die vier hat. Könnten wir vielleicht auch eine Antwort bekommen? Gerne, ihr seid noch nicht fertig, dachte ich. Bei welchem Thema sind wir denn zurzeit? Bei der Spülmaschine gibt es in der Spülmaschine. So, das war das, was Bernhard eigentlich sagen wollte. Ich übernehme das. Doch, in der Spülmaschine ist das große Problem, dass man ja immer so einen Nupsi hat, den man zur Seite schieben muss. Und da rein, das heißt so. In der Spülmaschine musst du so einen lustigen Taps reintun und dann musst du das zumachen. Und dann schiebst du die Spülmaschine zu, drückst auf den Knopf, dann rauscht die 2 Stunden. Mein großes Problem ist immer, weil ich mich frage, fällt dieses Taps überhaupt da raus? Oder ist das so eine Illusion, dass das einfach nur nach unten in den Abfluss abgeleitet wird, so als ganzer Brocken? So. Und für all diese Leute, die genau wie ich die Sorge haben, dass das einfach gar nicht durchfällt, sondern wir immer die Illusion haben, dieses gelb-blaue Zeug mit dem weißen oder roten Ding in der Mitte ist völlig nutzlos. So wie Postleitzahlen, die niemand braucht. Richtig. So, nein, das ist so. Und ich möchte, dass die, ich glaube, die Spülkuh ist folgendes. Wann immer dieses Ding innen reinfällt, macht es kurz. Weil man das. Ja, weil nach einer Zeit geht dieses Schächtelchen von innen auf, der Taps fällt raus, macht bum, so. Und da man das manchmal, so wie ich, während des laufenden Spülmaschinengangs, so ist es, nicht hören kann, gibt es jetzt die Spülkuh, die genau da drunter steht. Und wenn immer dieses Ding runterfällt, macht die Spülkuh mö. Ich glaube, Bastian wird auch heute wieder nichts erraten. Kann es sein, dass es vielleicht einfach wirklich, also dass es aus einer Zeit stammt, wo es noch gar keine Spülmaschine gab? Das heißt, Moment. Also es ist eine Zeit, wo wirklich eine junge Dame hat, sag mal, im Hotel war dafür zuständig, dass also dieses Geschirr gespült wird. So, und jetzt hat die das aber so schlecht gemacht, dass also die Teller quasi dreckig waren. Die waren also wie bei einer Kuh schwarz-weiß. Und er hat dann gesagt, hör mal, du blöde Spülkuh. Ne? Ja. Vielleicht ist es auch einfach Julia Siegel gewesen im Dschungelcamp, was wir einfach nicht wissen. Aber das ist natürlich ein anderer Sender. Also irgendwie, ich glaube, es hat mit Spülmaschinen wahrscheinlich gar nichts zu tun. Oder ist es möglicherweise? Oder war da was Richtiges dabei? Ich höre. Ja, und zwar Stall. Stall, Kühe. Und da ist eine Kuh, die hat eine unheimlich große Blase. Und wenn diese Blase entleert wird, dann spült die den kompletten Stall quasi sauber. Das ist die Spülkuh. Ich glaube... Ich bin jetzt in einem Flüsschen, aber du hast schon die richtige Antwort. Ich bin gerade wieder aufgewacht. Also. Du bist in einem Flüsschen? In einem Flüsschen. Herbert? Herbert, zuerst. Ist mir alles zu abstrakt. Ich helfe mal ein bisschen. Du bist gar nicht interessiert an meinem Angebot. Ne? Wir haben drei Vorschläge. Okay, ich helfe nicht. Nein, hilf vorher. Nein, bitte hilf. Sag jetzt mal. Doch, du hilfst. Du hilfst jetzt. Oh, ihr seid ihr verheiratet oder was geht hier gerade an? Ja, er ist meine Spülkuh. Er ist deine Spülkuh. Ja. Also, ich biet's mal an. Ne? Es hat mit der Klospülung zu tun. Vielleicht waren früher oben so kuhförmige Behälter. Ah, in den 30ern. Und da hat man gezogen. Ja. 20ern war in meiner Zeit, ja. Und das war die Spülkuh. Ach, wo der Druck durch die Höhe erzeugt wurde. Zum Beispiel. Gut. Ja. Okay, die anderer Kuh Vorschlag. Schreibt sich aber schon mit interessiert dich überhaupt nicht. Weil das ist nicht nur ein Kuh. Es ist nicht nur auf welche Kuh. Frage soll ich jetzt antworten? Auf alle. Ja, nur mal eben sagen K-U-H. Ja, nein. Also, K-U-H. K-U-H und ich sag mal nichts. Was ist der Spülkuh? Du hattest eine Idee mit Flüsschen. Das sind doch ich hab gedacht, ein Flüsschen, weil die Kuh an sich ist ja gerne so gescheckt. Und in einem Flüsschen spült das Wasser ja die Steine rund. Und da habe ich gedacht, wenn der Geologe am Ende so runde Steine in einem, also die Musterung der Steine, wie das Wasser sie rundgespült hat, spricht er vielleicht von einer Spülkuh, ein visuelles Phänomen, also ein... Das ist sehr schön, aber sehr vielleicht ein kleiner Tipp von mir, bevor wir gleich in eine kurze Werbeunterbrechung gehen. Ihr habt ein bisschen Zeit, euch in der Pause Gedanken drüber zu machen. Matze hat das schon erwähnt, bleibt mal bei einer echten Kuh. Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Okay.
So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Ich habe gesagt, bleibt mal bei einer echten Kuh. Ja. Matze, ist ja, du hast es ja schon mal erwähnt. Also, aber wieso? Echte Kuh. Warum? Wieso dann? Ich bin wieder aufgewacht. Das war doch schon wieder so, um abzulenken. Wenn das doch richtig ist gewesen ist. Ich sage manchmal Sachen, die nicht. Also die Spülkuh, die erste Kuh, die gemolken wird, um eventuelle Restbestände. Nicht die erste. Die letzte Kuh. Auch nicht die letzte. In der Mitte eine. In der Mitte eine Kuh. Richtig. Danke. Wie wäre es denn? Die Kuh an sich ist doch eine Wiederkäuerin. Vielleicht hat sie alles was mit diesen unfassbaren 5 Mägen zu tun. Also, ne? Haben die nicht sehr viele Mägen? Die haben 4 Mägen. 4 Mägen. Ja. Und Alf hat 9. Und eine Spülkuh, also, oder sagt er, spricht der Veterinär von einer Spülkuh, wenn es eine Kolik gibt? Oder wenn die Kuh vielleicht der Veterinär bestimmt auch. Handelt es sich also um eine Krankheit bei einer Kuh? Nein. Okay. So. Also, es ist eine Kuh, die keine Milch gibt, sondern Wasser. Oder die gibt viel. Sie gibt viel. Genau. Ja? Und die schluckt vorher einen die Taps. Die gibt viel. Blumen. Die schluckt noch so einen Taps und dann. Nein. Die, also, die Spülkuh ist eine bestimmte Art von Kuh. Also ja. Eine Kuh mit einer Funktion. Und zwar die als mittlere von allen Kühen gemolken wird. Habe ich das richtig verstanden? Ich muss das zusammenfassen. Nein, es hat mit Melken gar nichts zu tun. Es hat mit Melken nichts zu tun. Aber es hat mit der Blase etwas zu tun. Wir hatten ja vorher aber die Blase. Das ist soweit falsch. Und es hat auch nicht mit Spülwurmern, weil das ja kein Krankheitsphänomen ist. Ist das vielleicht eine total... Vielleicht eine Sache mit dem Spültrieb. Halt. Also mit Legosteinen und so. Es gibt doch Kühe, ja, die so... Immer auf dem Spülplatz, ne? Es gibt doch Kühe... Ja, das ist eine bayerische Kuh, da sagt man Spül instatt Spül. Spül. Ja. Das ist Spülkuh, gell? Und die spült immer mit der anderen Kühe. Die kannst du umschmeißen. Kühe die fummeln da ein bisschen rum und so weiter. Die machen das, die gehen nachts aufs Feld und schmeißen Kühe um. Warum Kühe, das habe ich schon gemacht, das ist eine schöne Sache. Du kannst... Kühe schlafen im Stehen. Ja. So, und deshalb erkennen die nicht, wenn man sich nachts ihnen nähert. Und dann kann man sie einfach umwerfen. Dann musst du, nein, die schlafen im Stehen, so. Ne? Und denk an nichts. Und dann kommst du ganz leise so, ja, und schmeißt diese Kuh einfach um, dann rennst du aber wie der Teufel. Weil wenn noch eine Kuh dahinter gestanden hat, ist das so ein Dominoeffekt und es fallen alle. Kommt eine ganze Herde. Die Spülkuh ist aber natürlich die, das habe ich vergessen, Matze? Kann es sein, dass es wirklich mit der Pflege, mit der Sauberkeit dieser Tiere zusammenhängt? Dass man sagt, man hat jetzt ein Bauer hat, es läuft nicht gut, 7 Kühe und sagt, jeden Tag wird eine gewaschen. Wer ist denn heute Spülkuh Nummer 7? Ich habe auch schon mal gedacht, vielleicht sind das Kühe, die gerne in den Regen gehen. Vielleicht gibt es Kühe, die sich gerne unterstellen und welche, die gerne im Regen stehen und sich darüber sauber machen, sind die Spülkühe. Ich glaube, es wird Zeit für eine Auflösung. Ja, Moment. Nicht. Wir haben ja Bausteine schon gehabt. Ne? Also, das ist die richtige Kuh. Aber es hat nichts mit der Blase zu tun. Ist es gar keine Kuh, weil es ein Schwein ist. Ja, deswegen heißt es ja auch Spülkuh. Ist das eine Kuh, die Teller ablecken kann? Und das Lied vom General pfeifen natürlich. Kann. So, ich sag's euch jetzt. Also, eine Spülkuh ist, ich fange mal anders an. Eine Superkuh mit hoher Milchleistung soll möglichst viele Nachkommen haben. Gehen wir mal aus, es gibt eine Kuh, die gibt ganz viel Milch und soll möglichst viele Nachkommen haben. Was macht man? Diese Kuh wird mit Hormonen behandelt, was dazu führt, dass sie bis zu 30 Eizellen erzeugt. Diese Eizellen werden künstlich befruchtet durch Sperma eines Superbullen. Wissen wir alle. Danach werden die Embryonen mit einem Schlauch ausgespült. Aus der Gebärmutter der Superkuh herausgespült. Mein Reden. Natürlich dein Reden. Also. Aus der Blase wahrscheinlich. Daher wird so eine Kuh Spülkuh genannt. Die herausgespülten Embryonen werden dann in die Gebärmutter anderer Kühe eingesetzt, die Superkälber austragen. So kann eine Spülkuh wesentlich mehr Nachkommen haben als auf natürlichem Weg. Boah, da ist das Umwerfen human gegen. Ist gemein, ne? Gibt sowas auch bei Menschen? Nee, ne? Ja. 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 Lass uns mal umgucken hier. Ich sag jetzt nichts. Ja. Ja. Also, Maximilian Kräft, das Paar, ich ihm 500 Euro für Sie. Gratulation. Ja, sehr gut. Das ist eine blöde Frage. Das ist eine ganz blöde Frage, finde ich. Das ist eine dumme Frage. Schöne Frage von Ulla Bauer aus Heusweiler. Das liegt im Saarland. Hallo Ulla, begrüße Sie recht herzlich zu Hause auf dem Sofa. Warum wurde vor der Küste von Hurghada ein 3 Meter großes Messer versenkt, das mit der Spitze nach oben zeigt?
Warum wurde vor der Küste von Hurghada ein 3 Meter großes Messer versenkt, das mit der Spitze nach oben zeigt? Kleine Information, das Messer sieht aus wie ein riesengroßes Küchenmesser. Am Griff ist es mit einer Kette befestigt, die in 10 Meter Tiefe im Meeresboden verankert ist. Die Spitze des Messers zeigt nach oben. Warum? Ist das vielleicht gegen, für illegale Fischer, dass denen die Netze kaputt gehen? Für illegale Fische? Ja, es gibt ja Fischgebiete und vielleicht gibt es da Piraterie jetzt im Sinne von Fischraub. Und damit denen, wenn die Netze auswerfen, die Netze kaputt gehen beim Einziehen. Dann würden aber die Netze von den anderen Fischern auch kaputt gehen, oder? Nein, ich finde es super, dass wir jetzt alle wissen, was ein Messer ist. Aber was ist denn nochmal die Küste von Hurghada? Das ist in Ägypten. In Ägypten ja. Mehr. Ägypten. Ja. Also, ich dachte, das wäre das Hurghada bei Bielefeld. Nein. Okay. Ich weiß es. Welche Küste ist das? Ägypten. Unten, also ziemlich weit unten. Also unten. Also, es ist ein Fischfanggerät für fliegende Fische. Das ist Messer. Fische fliegen, tak. Und dann gibt's Fischkebab. Ich muss vorsichtig sein, er hat wieder 6 Anwälte im Publikum. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Bitte. Und zwar gerne. Ist es einfach ein Gerät für faule Fischer. Das heißt, die haben einfach keinen Bock, die Innereien aus den Tieren rauszuholen. Deswegen sagen die, sollen die Fische doch selber machen. Selber, ne? Die sollen da einfach entlang schwimmen. Ne? Und dann holen wir die anschließend. Das heißt, die entweiden sich selber und kommen dann nach oben von selber. Ja, die fliegen, genau. Und die müssen nur noch... Ich weiß es diesmal wirklich. Jetzt. Und zwar ist der oberste Teil des Schwertfisches. Der Schwertfisch sieht ja so aus und hat eine sehr lange gezackte Nase. Dieser obere Teil ist magnetisch. Und es ist so, dass der Fischer sich sozusagen in der Nähe dieses Messers einfach ausruhen kann, bis er hört, dann weiß er, ey, da ist schon der Schwertfisch. Also, ihr sagt jetzt wirklich, das ist bei Ägypten, ja? Ja, ja. So, und da gibt es ja viele versunkene Schätze. Und vielleicht hat da jemand mit dem Messer symbolisiert, also ich habe mir dieses Terrain schon abgesteckt und alles, was ich jetzt hier archäologisch suche an Münzen, an Sphinxen und an versunkenen Atlantis-Ruinen, andere Archäologen dürfen hier nicht suchen, sondern dieses Messer bedeutet Wehe. Das ist mein Ort. Was mich wundert, ist, dass das Messer nach oben zeigt, ja. Weil es doch eigentlich hinabsinken müsste. Normalerweise ja. Das heißt, es ist einfach nur... es ist eine Schwimmhilfe. Ein aufblasbares Messer, was am Boden befestigt ist, nach oben zeigt. Wenn man jetzt zum Beispiel schwimmen kann, aber nicht so gut, also man kann zum Beispiel nur 2 Meter tief tauchen, aber nicht 3 Meter tief, sinkt aber versehentlich auf 3 Meter ab, kann man mit Hilfe dieser Schwimmhilfe auf 2 Meter wieder hoch und dann wieder weiteratmen. Herr Hohecker, gehörte das jetzt zur Kategorie realistisch oder völliger Schwachsinn? Helfen Sie uns nur. Also die Frage ist, Symbol oder... Nein, also Hurghada ist doch ein Tauchgebiet. Also ich glaube, da fahren ja viele, auch Deutsche, hin zum Tauchen. Also muss es irgendwas mit Tauchern zu tun auch haben. Auch mit Tauchern zu tun. So. Also ist es wahrscheinlich, da ist ein Gebiet, wo viel getaucht wird, wo es aber auch sehr viele Haie gibt. Und damit, falls mal einer unterwegs irgendwie so ein Hai trifft... So, Haie ist und, auch nicht schlecht. So, und sich wehren kann, ist da quasi... Aber ein Messer ist auch ein bisschen blöd, ne? Die Stelle zu finden und zu sagen, scheiße, wo war nochmal das Messer? Da kommt der Hai. Das ist auch... Also werden die Haie durch die Reflexion der Klinge davon abgehalten, darum zu... Ja, es ging zur Abschreckung von Haien. Das weiß ich nicht, ich bin kein Hai, ich habe keine Ahnung. Naja, aber... Ich bin vom Sternzeichen Fisch, aber das hilft jetzt auch nicht auch weiter. Nicht. Wo bin ich eigentlich bei dir? Wo bin ich? Also, ja, hast du Abschreckung von ganz kurz klären, welche Wertestellung irgendwo hinten ich bei dir am Popo. Wo bin ich denn? Ich weiß es nicht genau, guck. Ich bin nicht wirklich am Arsch, oder? Nein. Ich bin deine linke Kniekehle. Könnt ihr mal bitte mitgucken? Ich hab mich gefunden, da unten. Ah, hier. Wo ist es? Deine linke Kniekehle. Wenn meine Karriere bergauf geht, geht sie am Arsch vorbei. Andere Aufgabe. Wir zwei würden gerne die Sendung weitermachen. Ja, bitte gerne. Bitte gerne. Also ein praktischer Grund. Also Taucher ist gut, Hai ist gut. Peilung. Ist es eine Sache von Peilung? Man hat es dahingestellt? Ja. Vom Schiff aus kann man da irgendwas erkennen. Ist das zum Schutz, weil da irgendwie ein gefährliches Riff ist, auf dem man auflaufen könnte? Hat man da irgendwie sowas hingemacht? Also wenn es ein Messer ist, dann muss es ja einen praktischen Grund haben. Vielleicht ist es so, dass man von dort aus Haie jagen kann mit Harpunen. Und wenn man dann einen Hai hat, der ist an der schlummelnden Harpune fest und denkt, oh, ist aber scheiße groß, dann geht man zu diesem Messer und macht... Also man kann das Messer benutzen. Aber es ist 3 Meter groß. Man kann es nicht benutzen. Ich weiß es. Man muss ja, damit die Haie kommen, braucht man Blut. Und dann schwimmt man dahin, ritzt sie mal eben die Hand auf. Sehr gut. Und dann sieht man die, dann weiß man, da kommen sie. Aber ist es denn nicht so, dass man
auch ohne viel Fantasie sagen könnte, die Klinge eines Messers hat ein wenig die Form eines Hais? Ich werde es euch mal sagen. Ja. Ich kann es euch auch zeigen. Also, dieses riesige Messer ist Teil des weltweit ersten Unterwasserdenkmals. Aufgespießt auf diesem Messer ist ein 3,5 Meter langer weißer Hai aus Kunststoff. So sieht das Ganze aus. An dieser Stelle sind viele Taucher unterwegs. Das haben wir eben von Matze gehört. Das Denkmal soll darauf aufmerksam machen, dass viele Haiarten und andere Meeresbewohner vom Aussterben bedroht sind. Es ist ein Denkmal. Boah, würde ich mich erschrecken. Du springst da ins Wasser, denkst... So sieht das aus. Das sehen dann leider nur Taucher. Ist an sich wenig, aber kann man machen. Und meinen aufgespießten Fisch als allererstes geäußert, den hast du nicht gelten lassen. Und hier sehe ich ihn auf dem Bild. Ich glaube, du hast es anders gemeint. Okay, ich habe es anders gemeint. Ich glaube, Ulla Bauer aus Heusweiler. 500 Euro für Sie. Gratulation. So, meine Damen und Herren. Wenn Sie zu Hause Fragen rumliegen haben, einfach an uns schicken. Genial daneben 50616 Köln. Oder Sie rufen an 01 37 18 11 20 oder eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Andrea und Michael Zucker wohnen in Jettingen-Scheppach. Das liegt in Bayern. Da sind sie nicht, weil sie heute hier sind. Andrea und Michael, wo seid ihr? Da sind sie, Andrea und Michael. Und zack, nehmen sie die typische Haltkörperhaltung von Mann und Frau ein. Ah, jetzt ist sie wieder weg. Ja, genau. Ihr habt beide zusammen die Frage, wenn ihr die 500 Euro kriegt, wer kriegt sie dann? Jetzt ist gerecht 3:1 geteilt. Wer kriegt sie? Ja? Andrea kriegt sie? Die Kinder. Wie viele sind das? 17. Momentan zwei. Oh, herzlichen Glückwunsch. Und da traut man sich ja jetzt gar nicht mehr, die Frage rauszubekommen. Dann sitzen da weinende Kinder zu Hause. Lass uns... Nein. Serpil, kannst du die Kohle direkt mal rüber machen? Ja, lass uns auszahlen. Ich würde sagen, wir raten für Spaß mit, aber... Ja, ja, genau. Feuerstein, ganz kurz. Feuerstein sagt, auszahlen und weiter. Ja. Auszahlen. Lass uns erst klären, wie alt sind die Kinder? Gehören die zur Zielgruppe von uns oder ist das... Wie alt sind die? Also ich stelle mal die Frage. Zwei Jahre und 10 Monate. Oh, die rechnen nach. Oh. Nee, also, wir können wir nicht Kinder? Antworten. Wir sind das geht nicht. 2 Jahre und 10 Monate. Oh, schon größer als er oder? Nein. Also, Frage von Andrea und Michael hier. Also, was sind Pressflöhe? Pressflöhe. Das ist doch das schöne Spiel aus meiner Kindheit. Da hatten wir doch diese kleinen... Flöhe, die in einen Hut fliegen mussten. Ein Hut. Kann man mal eben. Kann man mal bitte das Thema Hut bespiegeln? Da haben wir einen Hut in der Mitte. Dankeschön, das ist eben ein Hut. Ja. Hier wird das Fernsehen neu. Und dann musst du mal mit einem von den Jetons muss man den anderen pressen und dann. Ja, Kinder, es tut mir leid, aber ist falsch. Press. Okay, wenn man früher das Yps-Heft gekauft hat, da sind wir die Uhrzeitkäse. Wenn man die, nachdem sie gelebt haben, in so einem großen Brockhaus. Das sind Pressflöhe. Kennt ihr das nicht? Ich habe heute noch in meinem Mickey Maus oft Uhrzeitkrebse, die man züchten kann. Sie sind ja Mickey Maus Club. Ja. Ja, man muss an dieser Stelle sagen, dass dieser Mickey Mouse Club sehr lieb war. Der hat Ihnen 3 Mickey Mouse Hefte geschickt mit ganz schönen Giveaways. Unter anderem das Helferlein von letztem Jahr im November, wo man den Kopf drehen kann und es leuchtet. Ja, ja. Der hing dann bei uns an der Tanne. Ja. Der war sehr lieb zu Ihnen, der Mickey Mouse Club. Kann man mit Holger übrigens auch machen. Ja. Wer braucht die CIA, wenn wir den Mickey Mouse Club haben? So, also, was sind Pressflöhe? Ich hätte eine Idee, aber da werde ich wieder gevierteilt. Es gibt so einen Spruch, so aus dem Türkischen, wer einschläft mit Popo die kratzt, der aufwacht mit Finger, die stinkt. Und das wäre vielleicht irgendwie... Wie war das? Ich kenne den Spruch nicht. Wer einschläft mit Popo die kratzt, der aufwacht mit Finger, die stinkt. So, und das wäre natürlich... Ich kenne den Spruch nicht. Wo kommt der her? Das weiß ich nicht. Aber ich finde es ist einfach nur wichtig, dass wenn man. Was ich mich gerade frage, ist, wie Sie Ihren Kindern später erklären: guck mal, mit dem Satz hat die Finanzierung deines Studiums. Okay, also.
Was sind Pressflöhe? Also, da meinst du sowas? Ja, irgendwie so da in dem Bereich. Da musst du schon konkreter ausdrücken. Ja, also wenn nach dem, also man, ich sag mal, ist aus dem medizinischen Bereich, wenn nach dem Stuhlgang, ich formuliere es jetzt mal, wenn man da so, das wäre, ja, Nuka, hallo, du hast mich gefragt. Ja. Ist richtig? Nee. Ach so. Vielleicht ist es was Kriminalistisches. Es gibt auch solche Erpresserbanden, die so Geld von das Läden... Das heißt nicht Erpresserflöhe, sondern Pressflöhe. Man sagt doch auch zu Geldflöhe. Pressflöhe ist die Mafia, die Flöhe aus so einem armen Lädchen rausgepresst hat. Ach so. Oh, das ist nicht schlecht. Ich glaube, das sind Mitwirkende bei einem Flohzirkus. Ja. Von der Presse? Pressflöhe. Naja, es gibt Springflöhe... Es gibt doch Pressflöhe. Oder das sind die Flöhe, die darüber schreiben. Pressflöhe. Ich glaube, die Journalisten im Flohzirkus. Ich glaube, die Pressflöhe. Ich kann das gut. Flo. So ein Praktikant. Pressflöhe. Ihr seid so albern. Das ist mein Komikzentrum. Entschuldigung, dass ich auch noch ein bisschen Spaß bei der Arbeit habe. Ist das nicht einfach ein Floh mit Muskelkater? Der springt da nicht einfach los, sondern macht so... Oh. Der drückt sich so langsam noch... Nein, ein Pressfloh ist kein... Es gibt Presswurst und es gibt Presssack. Vielleicht ist das eine Delikatesse. Ganz kurzer Zwischeneinschub. Bernhard Hoecker aus Bonn fragt, was ist ein Presssack? Kennst du das nicht? Das ist so ähnliches wie eine Presswurst, oder? Ja. Du weißt das, ne? Er kriegt auf jeden Fall 500 Euro. Ja. Also keine Delikatesse. Gut, bitte. Pressflöhe. Das wird irgendwas ganz anderes sein, was jemand aus einem Handwerk... Es ist so einfach, ja, im für den, der es weiß. Ja, in diesem Pflaster mit den drei Buchstaben vorne drauf, dass man sich auf den Rücken macht, wenn man Schmerzen hat. Da sind so kleine Sachen drin, irgendwie so Ameisengeschichten. Und die musst du hinten drauf pressen, damit es dir besser geht. Da ist Pressflöhe drin. Kurz für den Matze, der so überlegen geguckt, die Buchstaben sind sogar in alphabetischer Reihenfolge. Ja. Nein, es ist vielleicht einfach wirklich ein Floh, ein besonderer Floh, der dafür steht, dass er halt, sagen wir mal, beispielsweise Sachen aus sich rauspressen kann, nämlich Flüssigkeit. Und von dieser Flüssigkeit, da gehen die Pflanzen kaputt. Und deswegen nennt man diesen Floh eben Pressflow. Den sogenannten Pressfloh und nicht den Fressfloh, der nämlich Löcher frisst. Sondern er macht... Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, nein, nein. Ich habe die Theorie, dass es nichts mit Flöhen und Insekten zu tun hat. Ja. Sondern es werden vielleicht so kleine Nüpschen sein mit Beinchen, die man... Was sind das? Also kleine, runde... Nüpschen hat er vorhin schon mal gesagt, da war man in der Spülmaschine. So kleine, also es könnten sind das die gleichen Nüpschen, die in der Spülmaschine sind? Ja, nein. Nein, Herr Balder, hören Sie mir einfach mal zu. Es sind kleine Nupsis. Balder, das ist keine Unterhaltungssendung. So, das sind kleine Nupsis mit so vermeintlichen Beinchen. Machen die auch Geräusche? Herr Balder? Ich habe langsam keinen Bock mehr, Herr Balder. Also jetzt Ruhe. Es sind kleine Nupsis mit Beinchen, die man zum Beispiel zwischen Glasplatten legen kann... Oder so, damit es keine keine Druckstellen gibt. Also es wird etwas sein, was man zwischen zwei Dinge legen kann. Es ist tatsächlich Geldflöhe, sind Geld, völlig richtig. Es sind ein paar Euromünzen, die man übereinander stapelt in so einem lustigen kleinen Rollding, wo man obendrauf presst, damit es unten rauskommt, damit man zum Beispiel 1 Euro für den Einkaufswagen hat. Also Kinder, es ist das Kühlpack, natürlich. Ah, 2 Jahre, 10 Monate, so läuft's. Es gibt... Kühlpacks bzw. Wärmepacks, da ist innen drin so ein kleiner Nupsi, wo man... Ja, was mit ist einem, ein Nupsi? Ein Nupsi ist einfach, das kann man nicht beschreiben. Nicht, ne? Den hat man sofort, man weiß es, Nupsi ist so klein. So, so wie ein Nippel. So ein Nippel. Ah. So, und den tut die Finger weg. Und man zeigt nicht mit nacktem Finger auf angezogene Leute. Und ich zieh mich nicht aus, damit du weitermachen kannst. Und da drückt man dann drauf... Man presst diesen Geräusch gibt es auch bei den Nupsi dann. Es kommt darauf an, wie nah man das Ohr reinhält. Okay. Und dann wird eine chemische Reaktion ausgelöst. Ah, was? Da passiert was. Und dann wird das Ding warm in oder kalt. In einfachen Worten, Herr Hoecker. Kleines Metallding. Kleines Metallding. Na gut, es ist ein kleines Metallding. Machen wir Schluss, oder? Es ist ein kleines Metallding. Ich will es genau wissen. Aber es ist in diesem Ding, wo man macht. Drin. Nein. Es ist... Aber es ist ein kleines Metallding, wo man machen kann. Nein. Dann kommt es aus der Werbebranche. Man sagt ja jemandem einen Floh ins Ohr setzen. Und ein Pressfloh ist ein Werbespruch, der mehr oder weniger mit Gewalt immer weiter... Bleiben wir nochmal bei Metall. Metall. Ja, genau. So. Der Pressfloh. Ah, ist das bei der Herstellung von... Hunden. Ich
Ich war einmal in einem mit. Es wird, tut mir leid, meine Damen und Herren, die Sendung wird etwas länger, aber wenn Sie nach Hause kommen, sind Ihre Kinder erwachsen, Sie können Ihnen das direkt erkennen. Ich war mal in einem altertümlich nach, also in einem Dorf, wo 17. Jahrhundert, 1700, also 18. Jahrhundert nach, ist völlig irrelevante Information für Ihre Kinder. Und dort wurde gezeigt, wie man ein Scharnier macht und dann im Metall zwei Löcher hineinhaut. Ja, noch interessant ist übrigens folgende kleine Geschichte. Moment, behalt es dir ja. Alles. Wir müssen eine kleine Werbung machen, dann sind wir gleich wieder bei Ihnen. Also, bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Was sind Pressflöhe, will ich immer noch wissen. Matze also, war dran, jetzt Metall, ist er wieder. Kleines Metall, es gibt Metall habe ich ja vorhin schon gesagt. Ja, wenn man Möbel zusammenbaut, dann gibt es ja einmal so richtige Nupsi. Nägel oder Schrauben, wo man es zusammen... Und dann gibt es einmal so kleine Metalldinger, die man quasi in diese... Nupsis, richtig, Nupsi. Löcher... Hattest du ja schon gesagt, nein. So, und das sind diese Pressflöhe. Also man presst die in die Löcher rein und damit halten die quasi den Schrank zusammen und oben wird dann noch eine Schraube reingebohrt und das ist quasi das Kleine, diese, man weiß ja nicht, wie, das sind Pressflöhe wahrscheinlich. Oder es sind Keile. Es sind aber kleine Holzkeile, die man unten drunter macht, wenn der... Hat es mit Regalbau zu tun? Ich glaube nicht, dass wir nah dran sind. Doch. Ich glaube nicht, dass wir nah dran sind. Da haben Sie recht. Ja, ich glaube, dass Pressflöhe ein Abfallprodukt ist, wenn etwas gepresst worden ist. Scharniere. Dann fliegt da links und rechts Sachen weg, die aussehen wie kleine Flöhe. Nee. Aber da fliegt nichts weg. Wieso heißt der Flo eigentlich Flo? Weil er floh? Also. Was? Mir ist ziemlich. Es ist schade, Flo. Dass es 7 Tage, 7 Köpfe ist. Einer Flo über das Kuckucksnest. Flo wie Flo, nicht wie Flo. Flo. Mir ist langweilig. Ich möchte gerne, dass das Geld verteilt wird. Mir ist langweilig. So, ist nicht mein Problem. Wird das denn wird das halbiert oder wird das abgezinst für die Jüngere, weil die ja mehr Zeit hat, bis ist. So, ich sag's euch jetzt. Ja, danke. Also, ich war so blockiert die ganze Zeit, weil ich den Kindern das Geld nicht wegnehmen wollte. Ja. Ich hatte auch Angst, dass sie drauf kommen. Ne? Ja. Das wäre nicht gut gewesen jetzt. Ja. Ich weiß auch, dass Serpil schon jeweils 250 Euro in der Hand hat. Also, ich habe ja gesagt, Metall bleibt mal dabei. Trotzdem habt ihr sich rausgekriegt. Pressflöhe entstehen beim Pressen von Aluminium. Wenn die Pressmaschine nicht mehr sauber arbeitet, dann hinterlässt sie kleine, mit dem Auge kaum sichtbare Kratzer auf dem Aluminium. Dabei stellen sich winzige Aluminiumsplitter am Ende dieses Kratzers auf. Und weil diese Splitter so klein wie Flöhe sind und vom Pressvorgang kommen, spricht der Fachmann hier von Pressflöhe. Die wussten es, wir haben es nur vergessen. Genau, Andrea und Michael, jeweils 250 Euro, insgesamt 500. Also die fliegen ja nicht weg. Und das Abfallprodukt nennt man Flöhe. Wenn ich jetzt gesagt hätte, es wird etwas gepresst. Ja. Und die Fehler in dem Pressvorgang, die nennt man Flöhe, hätten Sie das gelten lassen? Nein. Pressflöhe sind diese, da entstehen wirklich Rillen. Dann kann ich ruhig schlafen, danke, da entstehen aber Rillen. Weiter. Und diese Rillen, die, das muss ja irgendwo bleiben, das ja, da. Ja. Ich hab's wir ja waren immer. Ganz weit weg, Herr Walter. Und selbst wenn, wären wir wieder gegangen. Aber schön, dass jeder 250 bekommen hat, da weiß man, wer welches Kind mit in die Ehe gebracht hat. Irgendwann wird der nochmal verhauen, ich weiß nicht. Aber nicht von uns. Natürlich nicht. Von den Kindern, wenn die 16 sind. Genau. Ja. Die sind jetzt schon größer. So, wer hat gesagt, die sind mit 10 schon größer? Das ist ja keine Kunst. Ich kenne einen mit Hut, das ist mein Freund. Wir haben gestern viel Spaß gehabt. Wir haben mit Sekundenkleber und Papas Hut gespielt. Und ich glaube, der aus dem wird noch was. Der macht große Karriere. Okay, machen wir weiter. Warum habe ich nicht so einen Hut auf? Egal. Christian Forster wohnt in Schwenningen. Liegt wo? Bei Villingen. Ja. Ja, 500 Euro. Das war einfach. Nächste Frage. Komm her. Oder war das auch Lauf? Wir haben Lauf. Ist das einfach, die haben Lauf, ja. So, eine Frage, die Bastian Pastewka mit sicher beantworten wird. Ja, Christian Forster aus Schwenningen möchte wissen, was ist ein Wäscheverzichter? Ja, ich. Du hast doch die Lösung. Weißt du was? Das ist,
brauche keine Wäsche. Du brauchst keine Wäsche? Nein, auch nicht. Nee, ne? Nein, ich auch nicht. Ja, ja. Bin ja ein Wäscheverzichter, nicht ja, Vernichterverzichter. Ja, Verzichter. Deswegen kann ich auch die Wäsche. Der Spülkuh. Ich bin auch ein Wäscheverzichter. Wenn ich zu Hause bin, trage ich keine Wäsche. Laufen Sie nackt rum? Ja. Oh, auch im Winter? Ja. Ja. Ein Wäscheverzichter. Ein Wäscheverzichter. Ein Wäscheverzichter. Ist das etwas, was... Ah, es handelt sich dabei um ein... Ah, es ist ein ganz eine ganz bestimmte Pissoir. Schon falsch. So in Schüben kommt man. Ja, immer das ist, ich weiß es. Oh, ich weiß es. Oh, ich weiß noch eins. Oh, oh, er reißt sich irgendwann die Maske vom Gesicht. Und darunter ist Fritz Egler. Ich glaube, dass... Darf ich das überhaupt noch sagen? Nein. Oder reicht der Wäscheverzichter ist folgendes. Und zwar ist es an einem Wäscheständer, den wir alle kennen an der Seite, muss ich ganz außen auf das Aufhängen der Wäsche verzichten. Warum? Das habe ich mich nie gefragt, aber so ist es eben. Nein, weil sonst kippt das Gerät unschön in die eine oder andere Richtung. Ja, genau. Das ist der Wäscheverzichter an der Seite. Und Sie haben ihn dabei, da sehe ich ihn doch schon. Nee, doch. Ich glaube, Wäscheverzichter ist wahrscheinlich auch bekannt unter dem Wort FKK-Anhänger oder irgendwie sowas vielleicht. Das ist das vielleicht ein Insekt? Wenn, ich könnte mir vorstellen, das Insekt an sich fliegt gerne auf frisch aufgehangene weiße Bettlaken auf einer Wiese. Lieben gerne. Ne? Das haben die bestimmt gerne. Das ist ein schöner ganz Kontrast, das ist weiß. Herrlich. Da wohnt das schwarze Insekt gerne drauf. Riecht auch schön. Mhm. Und der Zoologe spricht vom Wäscheverzichter, dass die das überhaupt nicht machen. Welche Insekten sind das denn? Mhm. Das sind so... Schweine. Schweine. Oh, Schweine, da könnte ich über mein Armband sprechen, wo bestimmt die Nation denkt, das ist ein Korallenarmband. Da ist ein Schweinearmband. Ist es aber nicht, es sind alles kleine Schweine. Oh. Ey, lass doch mal den Bernhard was sagen. Schön oder schön? Ganz schön. Es ist wunderschön. Nee, hör auf. Hör sie auf. Ich glaube immer noch, dass es... Wir haben eine neue Frage inzwischen. Jetzt geht das wieder los. Das, jetzt kommt ja. Dass es was zu tun hat mit einem Gerät, dass es was zu tun hat mit einem Gerät. Auf die Wäsche verzichtet, nicht im Sinne von Kleidung, sondern im Sinne von Waschen. Es gibt Pissoirs, da weiß ich bis heute nicht, wie es funktioniert. Ich dachte, wie sie rankommen sollen. Und ich habe schon... Ach, Herr Balder, jetzt hören Sie damit auf. Ja. Es gibt überall eine Kinderecke, wo ich hingehen kann. Das ist... Da müssen Sie nicht drauf rum. Ich frage mich, wie Sie mit Ihrem Rollstuhlmantel Treppen raufkommen, wenn Sie noch wissen. Ich bin jetzt dann auch dran, ne, wenn du fertig bist. Ja, ich kann die ganze Zeit nicht er wird gesagt. Nicht mehr fertig. Ja. Aber ich sage das gleich noch weiter. Ein Wäschefetischist. Nein. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ein Wäscheverzichter. Ja, ein Wäschefetischist, der rumgeht, um Wäsche zu klauen und sagt, die nehme ich, auf die verzichte ich. Sind wir in einer Justizvollzugsanstalt? Nein, das ist ein Irrer. Sind wir in einer Justizvollzugsanstalt? Sehr gut. Was machen wir da? Ja, was machen wir da? Da wird ja Wäsche verteilt wahrscheinlich, Bettwäsche. Es gibt Leute, die sagen, ich brauche keine. Ganz genau, ich nehme lieber eine extra Essensportion, so wie im Dschungel. Du warst im Knast, ne? Ich war lange im Dschungel. Ja. Ich war die Ingrid von Wir sind, nicht in einer Justizvollzugsanstalt. Sind wir in einem Krankenhaus? Wir sind nicht in einem Krankenhaus. In einem Autohaus. Es gibt ein Auto mit da Lack. Da sind wir auch nicht. Ach so. Wir sind auf der Toilette. Immer noch. Es gibt Pissoirs, die sich selber reinigen ohne Wasser. Und ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ultraschall. Das wissen die Toiletten auch nicht. Ich weiß, wie man mit Ultraschall was sauber kriegt, aber dafür brauchst du Wasser, weil Ultraschall die Wassermoleküle zum Schwingen bringt, die sich unterhalb von Dreck befinden und das dann lösen. Verzichter. Wenn du mit Ultraschall den Fernseher umschaltest, brauchst du auch kein Wasser. denk mal drüber nach. Wenn man Ultraschall deinen Fernseher umschaltet, dann haben sie dich im Laden verarscht. Nacheinander, Männer. Herr Feuerstein war gerade dran. Okay. Danke. Ich wollte nur den Teaser setzen. Textilien. Mehr dazu gleich. Ich bin auch ganz kurz nur. Ein Wäscheverzichter ist jemand, der an die Tankstelle kommt und sagt, ich möchte nur tanken, nicht waschen. Natürlich. Das ist so gut, das nehmen wir. Ja. Matze, ist ein Wäscheverzichter jemand, der Papierwindeln nimmt, weil er darauf verzichtet, Mehrfachwindeln zu benutzen? Also, Sie kennen sich da aus.
Ich kenne Familien, die haben kleine Kinder. Altenheim auch nicht. Nein, das wüsste ich. Wäscheverzichter. Wir sind ich vermute mal, wir sind in einem Gebäude, wo irgendwelche Wäschen, Textilien, ist ganz was anderes. Ach, sind das verurteilte Flitzer? Aber wir sind ja nicht in der Anstalt, wir sind vielleicht bei einem Kriminell, also bei einem Delikt. Aber bei der Bundeswehr sind wir. So! Wäscheverzichter ist das jemand, der nicht die Bundeswehrwäsche nimmt, von sondern, zu Hause eigene, die sondern sie sich mitbringen. Selber was? Schneidern was? Lässt. Wer war mein Bund? Wer war mein Bund? So, sag es, was sind Wäscheverzichter? Ja, Matze, komm. Also, Wäscheverzichter ist, ich hätte eine Idee. Sie warte doch mal. Ja, aber so jetzt darfst du. Das ist was anderes hier. Das kann ich nicht mehr. Ein Wäscheverzichter. Es handelt sich dabei... Waren Sie beim Bund? Nein, aber ich habe... Warum antworten Sie dann? Ich habe mit Bundeswehrsoldaten zu tun gehabt, die mir davon erzählt haben. Es gibt vor allen Dingen in den oberen Offiziersrängen Leute, die Wert darauf schon legen, ziemlich scheiße nicht, die, nicht die Wäsche des Staates zu übernehmen, sondern die lassen sich die selber schneidern, weil dann das Stöffchen was feiner sein kann. Das ist völliger Quatsch. Und die, nein, man muss ja, wenn man in der Bundeswehr muss man zur Kleiderkammer. Und da muss man die Klamotten abholen, die man braucht. Unterwäsche, Helm, Stiefel, was man noch so, also Pornohefte. Schon so. Ein richtig... Und dann verzichtest du... Ja, Moment, aber schon ein richtig schönes Wort ist schon gefallen. Porno. Unterwäsche. So, und man verzichtet auf diese Wäsche, weil man sowieso durch den Schlamm robbt und das eh nichts bringt. Warum weil man die eigene. Ich glaube, weil wenn man zu viel Wäsche anhat... Ist wirklich so. Und man schläft nachts draußen im Zelt, dann wird die Klamm nass und dann fängt man an zu frieren. Und deswegen sollte man auf die Wäsche verzichten und möglichst wenig anhaben, nur das Gewehr mitnehmen. Nein, wir sind bei der Unterwäsche, das ist richtig. Also Wäscheverzichter hat was mit Unterwäsche zu tun bei der Bundeswehr. Warum? Warum verzichtet man denn auf die Unterwäsche? Weil man auf den ganzen Verein nur drei Größen. Weil man diesen Feinripp nicht sexy findet. Das sind dann die Jungs, die attraktivere Unterwäsche von zu Hause mitbringen. Weil man eine Olivgrüne. Vom Gegner, wenn du in Unterwäsche bist, wirst du vom Gegner viel eher erkannt. Vielleicht, weil die dann so Sachen sagen, wie warten Sie noch einen Moment, die kommt gerade da. Und dann kommt halt der Kollege wieder die Welt. 20 Kilometer Marsch, man ist zu schwer. Du bleibst mit dem Gummizug der Unterhose gerne mal irgendwo hängen, so beim Panzer. Oh, ja. Weißt du, das ist gefährlich. Also das ist ja alles schon soweit richtig, mir reicht es aber trotzdem noch nicht. Und Christian wird das auch nicht reichen, zu Hause in Schwenning. Also die Frage also, ist, warum tatsächlich ist ja richtig Unterwäsche? Aber warum? Weil es die nur in drei Größen gibt. Nee, die sind weil ja immer Oliv. Nicht kugelsicher ist. Wer? Die Unterwäsche. Das wäre ein Grund. Weil man die nicht, wenn man die, man hat ja so einen Spind. Und wenn der nicht ordentlich ist, kriegt man richtig Ärger. Und damit man, wenn man das nicht falten kann, verzichtet man lieber drauf, dann muss man sich nur um die Hemden kümmern und kriegt vielleicht nicht so schnell Ärger. Es hat mit Wärme zu tun. Du lässt es einfach weg, weil der ganze Rest ist schon warm genug. Du sagst dir, oh, das ist eklig darunter, das lässt du weg. Ich sag's euch. Richtig. Über die Hälfte der Rekruten lehnt Bundeswehrunterwäsche dankend ab. Warum? Die hat weil keinen sie Eingriff. Kratzt. Nein. Sie hat weil sie grün ist. Nein. Sie hat keinen Eingriff. Die hat hinten ein Schildchen, was so kratzt. Also, wenn man Bundeswehr. Auf diese Unterwäsche verzichtet, kriegt man einmalig 25,56 Euro. Oh. Gott, ist das eine blöde... Wusstest du das nicht? Christian Faust aus Schwenningen. 500 Euro für Sie. Gratulation. Ihr wart sehr gut heute? Naja. Das war schon. Wir waren sehr gut, ja, mit null Antwort. Ich erhöre, aber wir haben zwei Kinder glücklich. Ja. Genau. Ja. Ich erhöhe eure Gage heute pro Kopf auf 26 Euro. Ja. Nein, das war sehr schön. Ihr habt zwei Kinder glücklich gemacht. Ihr habt mich glücklich gemacht, wie immer. Ja? Ich hoffe, wir haben Sie glücklich gemacht zu Hause. Und, was war das denn? Glücklich mal zu Hause? Und wenn das ist eine hilflose Geste und der Wunsch nach Zuneigung. Ja. Das finde ich. Und wenn Sie den Herrn mit dem Hut nochmal wiedersehen wollen. Ich glaube, ich bin ab jetzt ein Fragenverzichter. Ein Fragenverzichter? Ja. Nächstes Mal kommt Herbert Danke mit Hut. Da freue ich mich. Es war sehr schön, meine Damen und Herren. Ihnen wünsche ich ein schönes Wochenende. Tschüss.